tausendmal gewünscht wurde. Ich zeige einmal ganz kurz, was ihr dafür braucht. Ihr braucht Eiswürfel. Ich nehme dafür 10 Stück. So, 10 davon. Dann kommt da einfach Wasser rein. Leitungswasser. Bis die Eiswürfel so ein bisschen bedeckt sind. Und dann kommt als wichtigste Ingredient das Santan-Garm da rein. Ja, das ist etwas, was Flüssigkeit verdickt. Und deswegen wird das so fluffig. Ja? Könnt ihr mal MyProtein kriegen, habe ich da bestellt. Ist eigentlich, habe ich mal jetzt recherchiert, aus der Backindustrie. Ein Backtreibemittel. Aber alles völlig in Ordnung. So, da tue ich ja immer so, ja, so 2 halb gehäufte Esslöffel rein. Sind so um die 5 Gramm. Also ich spare da nicht, damit das ordentlich fluffig wird. Was dann da reinkommt für den Geschmack, ist einfach Proteinpulver. In meinem Falle mache ich das gerne mit, ne, also die treuen Zuschauer kennen schon, dem Cinnamon Danish Flavor. Was auch dänischer Zimtkuchen heißen könnte auf Deutsch. Da tue ich wirklich nur 15 Gramm rein. Da nochmal drauf. Zack. Und um dem Ganzen ein bisschen Süße zu geben, mein geliebtes Aspartam. Day Plus Flüssig-Süßstoff. Sterbe? Nein. Niemand wird an Aspartam sterben. Ja, habt ihr gesehen, davon auch nicht zu wenig. Und dann mache ich da gerne halt noch so Instant Coffee rein. Da seht ihr hier so ein ganz feines Pulver. Das gibt dem Ganzen nochmal so eine Kaffeenote, ist aber jetzt wirklich optional. Oh. Ja, also nicht so viel, das ist jetzt ein bisschen viel Kaffee. Na, sonst habe ich gerade neu gekauft. Türkisch Style. Mal gucken. Der ist wahrscheinlich noch stärker. Und dann, das Einzige, was ihr tun müsst, was ich jetzt mache, ist den Mixer anschmeißen. Und bei meinem Mixer, das ist ein Philips Mixer, kriege ich das beste Ergebnis, wenn ich sozusagen die ganz normale Mixfunktion nehme. Also der hat so eine Funktion, dass man dieses Stoßmixen, das braucht man dafür nicht, sondern so, dass er sich langsam mit der Geschwindigkeit erhöht. Oder auch nicht. So, Mixer funktioniert nicht mehr. Boah, lauter geht's auch nicht, ne? Hey, also wenn er Eis crusht, dann ist er schon ordentlich am Arbeiten. So. Und dann sieht das Ganze so aus, durch dieses Santan-Garm ist das recht fluffy. Ich glaube, du musst mal wieder auf die andere Seite gehen. Nee, so sieht man es besser. Ja? So, und jetzt seht ihr das hier, ja, so sieht das aus und jetzt ist das richtig schön, so eine fluffige Masse. Und so macht ihr den Protein-Fluff, ja. Ich mache dann oben noch ein bisschen Zimt drüber, passt halt vom Zimt-Way. Zimt gibt es bei mir nie genug. Zimt passt bei mir überall zu. Ja, das ist das Protein Fluff. Macht's nach. Wenn ihr es nachmacht, gerne mal bei Instagram ja, mich verlinken oder kann man markieren, kann man das ja, glaube ich. Oder mit Fitness Elevator als Hashtag. Freue ich mich, wenn ihr den Protein Fluff, aka den Fitness Elevator Fluff, kann man vielleicht so nennen. Armes Fluffy, Fluffiness, Protein Fluffy, whatever, dann macht das bitte. Und Julia und ich werden jetzt frühstücken, weil wir jetzt Hunger haben. Also nachmachen, abonnieren, bei Facebook liken, da werde ich es auch hochladen und ja, freue mich aufs nächste Mal.